Liebe Geschwister, nachdem wir die letzten beiden Freitagspredigten Gesellschaftspolitisches besprochen haben, wollte ich für diese Freitagspredigt etwas ansprechen, was mit Akida zu tun hat, was mit Tazkia zu tun hat. Und Allah Ta'ala gab mir in mein Herz, über eine Aya zu sprechen, eine viel kommentierte Aya, und es gibt Gelehrte, sie meinen, dass dies die Aya wäre, die am meisten, zu der am meisten geschrieben wurde, und Allah Ta'ala weiß es am besten, eine Aya, die einen Namen erhalten hat, Ayatun Nur. Allah Ta'ala sagt in Surat An-Nur, die nach dieser Aya benannt wurde, woraus wir entnehmen, wie wichtig diese eine Aya ist, sodass der Name der Sura des koranischen Kapitels, in welcher diese Aya Erwähnung findet, nach dieser Aya benannt ist. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wa la gharbiyyah يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sinngemäß, Allah ist das Licht der Himmel und der Erde, der Himmel in der Mehrzahl, wohlgemerkt. Das Gleichnis seines Lichts ist das einer Nische, in der eine Lampe ist. Liebe Geschwister, die das Wort Nische im Deutschen nicht kennen, weil es kaum noch geläufig ist, das hier ist eine Nische. Das hier ist eine Nische. Im Arabischen eine andere Nische, ja, ein Mihrab, ja. Aber wenn hier ein Licht hineingestellt werden würde, ja, so wäre es eine Mishka. Das Gleichnis also des Lichts ist, dass eine Nische, in der eine Lampe ist. Und die Lampe ist in einem Glas. Das Glas wird nun beschrieben. Das Glas ist, als wäre es ein funkelnder Stern. Ihr Brennstoff kommt von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder östlich noch westlich, dessen Öl beinahe schon Helligkeit verbreitete, auch wenn das Feuer es noch nicht berührte. Licht über Licht, Allah leitet zu seinem Licht, wen er will. Allah prägt den Menschen Gleichnisse und Allah weiß über alles Bescheid. Das hier also wäre das Glas, ja, und in diesem Glas ist dann das Licht. In diesem Glas wäre das Licht und eine Öllampe, liebe Geschwister, ich habe mir kurz Abhilfe gegeben durch das, was ich in meinem Büro fand. Ja. Ein Glas, in diesem Glas ist Öl, ja, und der Docht, die Schnur quasi, ja, die Schnur von der Kerze heißt Docht, und dieser Docht ernährt sich von dem Öl, was in dem Glas ist, und so kann man dann den Docht anzünden, und das ist eine klassische Öllampe. Ich selbst musste auch nochmal mich vergewissern, weil ich noch nie mit Öllampen zu tun hatte. Interessant, kann man sehr leicht nachbauen, aber natürlich nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten. Ja, also Kinder versuchen das nicht allein zu Hause, Erwachsene am besten alleine auch nicht. Das ist also das Gleichnis, was Allah Ta'ala mitgibt, das Gleichnis seines Lichts. Bevor wir dazu kommen, erstmal Allahu nurus samawati wal ard. Drei Erklärungen, die alle fundiert sind. Eine Erklärung: dies gibt einen Namen Allah Ta'alas wieder. Allah ist Nurus Samawati wal Ard, so wie dies einige Gelehrte festgehalten haben. Andere Gelehrte geben lediglich wieder, Allah ist An-Nur. Allah ist Licht. Natürlich unvergleichbares Licht. Nicht Licht von dieser Welt oder Licht, wie wir es erfassen könnten, sondern ein unvergleichbares Licht. Und Allah benennt sich
mit dem Licht. Das ist eine Erklärung, liebe Geschwister. Eine weitere, die von den beiden Großgelehrten Jalalain vertreten wird, As-Suyuti und Al-Mahalli, dessen Lehrer. Dass Allah Ta'ala der Hervorbringer des Lichts ist, welches wir im Universum vorfinden. Also Allah hat dieses Licht erschaffen, Allah Ta'ala hat dieses Licht hervorgebracht. Und Ibn Kathir erwähnt unter anderen Ausführungen noch, dass Allah Ta'ala der Rechtleitende ist, der Bewohner des Universums. Dass dieses Licht also nicht das physische Licht meint, wie in der ersten Erklärung wiedergegeben, in der zweiten Erklärung wiedergegeben, sondern dieses Licht ist, liebe Geschwister, ein Licht, welches in den Seelen seinen Platz hat. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. So habt Iman an Allah und an seinen Gesandten und an das Licht, was Allah Ta'ala herabgesandt hat. Und mit diesem Licht ist, wie Ibn Kathir wiedergibt, der Koran gemeint. Der Koran, der für die Rechtleitung der Menschen da ist. Und im Koran heißt es in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. O du Prophet, wir haben dich entsandt als einen Zeugen. Der Prophet bezeugt, wie die Menschen die Botschaft annehmen oder ablehnen. Und als einen Verkünder der frohen Botschaft und als einen Warner. Und als einen Ausrufer zur Wahrheit mit der Erlaubnis Allahs und als eine lichtspendende Leuchte. Allah Ta'ala ist also der Rechtleitende, der rechtleitet durch den Koran, welcher er als ein Licht bezeichnet, der rechtleitet durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welchen er als lichtspendende Leuchte bezeichnet. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. Das Gleichnis seines Lichts. Dies kann man auf Allah Ta'ala beziehen. Allah Ta'ala gibt uns ein Gleichnis, wie sein Licht wirkt. Und das kommt dann im Folgenden. Oder aber das Gleichnis des Lichts des Mu'mins, des Muslims. Ja? Und hier merken wir schon, Allah Ta'ala möchte, dass wir dieses Gleichnis studieren. Denn es hieß nicht, مثل نور الله oder مثل نور المؤمن, sondern نوره, das Gleichnis seines Lichts, ja wessen Lichts? Das Allahs, das des Mu'mins. Es wird verschieden erklärt. Und subhanallah, bei den korrekt abgeleiteten Erklärungen wird man das Folgende vorfinden. Sie widersprechen einander nicht, sondern in Wirklichkeit ergänzt die eine Erklärung die andere. Eine Hikma von Allah Ta'ala, dass er Mehrdeutigkeiten auch in den Koran hineingibt, die auf der Oberfläche wirken, als würden sie einander widersprechen. Oder ob nur das eine möglich wäre und nicht das andere. Aber wenn man die verschiedenen Herleitungsmöglichkeiten, die auch von unseren Großgelehrten vorgenommen wurden, miteinander vergleicht, nebeneinander stellt und miteinander vergleicht, dann wird man sich nicht auf das eine oder andere ausschließlich festlegen. Denn wie gesagt, diese Herleitungen haben ihre Begründungen. Sondern man wird feststellen, dass das eine das andere irgendwo ergänzt. Oder dass die eine Erklärung einen Bereich erhält, etwas erklärt, was auch in Harmonie mit dem anderen ist. Und so ist, ja, bildet es ein schönes Mosaik der Erklärungen.
Ubay ibn Ka'b, einer der Großgelehrten des Koran, er sagte, dass dieses Licht besteht aus dem Iman im Herzen und dem Koran, welches sich im Herzen befindet. Und der Koran, liebe Geschwister, wird im Koran auch beschrieben als sich in den Herzen befindend. بَلْ هُوَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ in Surat Al-Ankabut, ich glaube der 46. oder 47. Vers. Aber nein, er ist in den Seelen, im Inneren derjenigen, denen Wissen gegeben wurde. Und mit er ist, wie im klassischen Tafsir erwähnt wird, der Koran gemeint. Das heißt, da wo Koran und Iman im Herzen aufeinandertreffen, dort kommt Licht, liebe Geschwister. Das heißt, diejenigen, die ja, sich Allah zugehörig fühlen, die Allah ergeben sind, sie sollen nicht meinen, Iman allein genügt. Iman ist im Herzen und ja, Khalas und das war's. Sondern du brauchst Koran, damit ein Licht in dir aufgeht. Und diejenigen, ja, die meinen, dass der akademische Weg der wahre Weg ist, und das werden wir später auch nochmal näher, und wir werden uns später damit nochmal näher befassen, aber sie wollen sich Allah nicht nähern. Es kann auch jemand sein, der noch nicht ja, zum Monotheismus gefunden hat. Kann aber auch jemand sein, der zum Monotheismus gefunden hat, aber sich nicht richtig hingeben will. Dieses Wissen allein, ja, was man auch nicht bezeichnen kann, als sich im Herzen befindet, sondern das ist dann hier oben, ja, so mehr in der Festplatte. Aber dieses Wissen allein, wo man es auch verortet, wird ohne Iman auch kein Licht auslösen. Und die Gelehrten sind sich im Groben einig, dass dieses Gleichnis sich mit dem Herzen des Muslims befasst. Ja, darin kann man sagen, auch wenn die Erklärungen ein wenig variieren und sich ergänzen, Alhamdulillah, so befasst sich doch dieses Gleichnis mit dem Gleichnis mit dem Herzen. Im Jalalain ist nachzulesen, dass die Nische Al-Mishkar das Herz darstellt. Also dass diese ja, schützende Nische das Herz darstellt. Welchen Zweck erfüllt denn überhaupt eine Nische? Das allererste, das wir verstehen müssen. Warum überhaupt diese Nische? Liebe Geschwister, die Nische hat zum einen die Funktion des Schutzes, dass das Licht irgendwo steht, wo es geschützt ist. Und dieser Ort selbst verdient auch einen Schutz. Und es ist ein geehrter Ort. Ein Ort, um den man sich herum versammelt. Denn an diesem Ort ist das Licht. Man sucht also die Nähe dieses Ortes. Und dieser Ort, er beschützt das Licht. Schützen wir unseren Iman in unserem Herzen? Wie Al-Ghazali sagte, die Herzen sind so rein, wie die Zugänge zum Herzen rein sind. Das heißt, wenn man Schlechtes sieht, Schlechtes hört, Schlechtes denkt, wird das Herz nicht rein sein. Und somit haben wir unseren Iman nicht geschützt. Aber die Nische, sie verbreitet auch, ja, wie der Schirm einer Lampe, das Licht verbreitet. Es konzentriert auch auf bestimmte Orte. Wie bei der Taschenlampe, ja, wo man auch den Schirm entsprechend einstellen kann, sodass man das Licht den Lichtfokus verkleinern kann und somit das Licht heller scheinen lassen kann, oder aber, dass man den Lichtstrahl vergrößert und dass er insgesamt weniger stark leuchtet. Die Nische verbreitet also auch Licht. Das heißt, unser Herz soll auch Licht verbreiten. Wir sollen auch dieses Licht ausstrahlen. Die Nische als Instrument des Ausstrahlens, so wie die Kuppel ein Instrument ist, um den Schall weiterzutragen. Weshalb wir eigentlich nicht mehr Kuppeln nötig haben durch ja, Lautsprechersysteme, durch Audiotechnik. Das ist ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit, wo man es noch nötig hatte, über eine Kuppel den Schall weiterzutragen.
Das ist also die Nische in einer Erklärung. Und in dieser Nische ist also das Glas. Ibn al-Qayyim, er sagt, das Glas ist das Herz. Ja? Im Tafsir von Jalalain kann man nachlesen, die Nische ist das Herz. Hier sehen wir schon, ja, verschiedene Auffassungsmöglichkeiten, die den Großgelehrten jeweils mitgegeben worden sind, als Gnade Allah Ta'alas. Ibn al-Qayyim sagte also, dieses Glas ist das Herz. Und das Glas, liebe Geschwister, wie Ibn al-Qayyim sagt, es steht für Härte. Glas ist etwas Hartes. Denken wir an Panzerglas. Ja? Warum soll unser Herz hart sein? Das ist eine positive Eigenschaft, liebe Geschwister, damit die Wahrheit stets als wahr erkannt werden kann. Und dass man das Falsche und Nichtige nicht hinnimmt. Man braucht eine gewisse Festigkeit in dieser Welt, die einen formen möchte. Nach Trends und Moden stets umformen möchte. Aber nein, die Härte besagt, dass man die Wahrheit verteidigt gegenüber dem Falschen, wie Ibn al-Qayyim ausführt. Das ist eine gute Eigenschaft. Aber das Glas, liebe Geschwister, ist auch etwas Reines. So wie Ibn al-Qayyim sagt, damit es die Wahrheit erkennen kann. Ja, die Brillenträger werden es kennen, wenn man zu viel mit seiner Brille zu tun hatte und sie zurechtrückte, ja, dann muss man sie reinigen, ansonsten sieht man nicht klar. Und wenn wir unser Herz verdrecken, erkennen wir die Wahrheit nicht. Wir erkennen die Wahrheit nicht. Und wenn unser Herz so verdreckt ist, dass kein Licht mehr hineinkommt und wir uns an die Dunkelheit gewöhnen, was passiert, wenn wir dann der Wahrheit auf einmal begegnen? Sie kann ein Stechen auslösen. Licht kann auch ein Stechen auslösen in einem. Oh, zu hell. Ja, warte, warte. Gardinen noch zulassen. Das kennen wir so in der Pubertät. Wir wollen ausschlafen am Wochenende und dann, ja, also nach dem Fajr-Gebet nochmal ausschlafen, nicht das Fajr-Gebet überschlafen, ja, verschlafen. Aber dann, wenn um 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens dann, ja, Mama und Papa die Gardinen aufmachen, dann, oh, nein, nein, nein. Ja. Warum? Weil man sein Herzensinneres verdunkelte, sodass das Licht erstmal etwas ist, was man ja, zurückweisen möchte. Das Herz soll also rein sein, damit es die Wahrheit erkennen kann. Und damit es die Wahrheit auch wertschätzen kann, weil sie nicht blendet und sticht wie Licht, nachdem man sich an die Dunkelheit gewöhnt hat. Und dann soll man die Wahrheit verteidigen. Mit einer gesunden Härte, Alhamdulillah, die notwendig ist, weil ansonsten wird aus uns ja Conchetta Wurst gemacht in dieser Welt. Alles Mögliche. Identitätskrise, Leute wissen nicht, wer sie sind, wofür sie leben, was sie aus ihrem Leben machen sollen. Ja, und subhanallah, das Übelste, was einem in diesem Leben passieren kann, liebe Geschwister, ist berühmt zu werden. Das Übelste. Dass man in irgendeiner von diesen Dschungelshows landet, ja, in irgendeiner Castingshow in den vorderen Reihen. Sich in den vorderen Reihen befindet. Ja, und wie heißt dieser Daniel Kübelblock? Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ja, subhanallah. Ja, berühmt geworden. Und was mit ihm passiert? Wahrscheinlich hat er sich selbst das Leben genommen. Wenn man ansonsten von dieser Welt verformt wird und man meint, man würde mit der Neuformung Glück finden, aber nein. Nach der Neuformung ist nur vor der nächsten Neuformung. Aber Alhamdulillah, dieser Din ist Qayyim, wertvoll und beständig. Und so braucht auch das Herz eine gesunde Härte, um ja, Dinge zurückzuweisen, um Dinge auch positiv formen zu können. Ibn al-Qayyim sagt, es ist sein Licht, welches Allah auf sie herabgesandt hat, um sie damit leben und unter den Menschen gehen zu lassen. Durch dieses Licht leben wir, liebe Geschwister, aber wir gehen auch mit diesem Licht unter die Menschen. Sein Ursprung befindet sich in ihren Herzen. Dann wird sein Element immer stärker, vermehrt sich, bis es auf ihren Gesichtern und Körpern zu sehen ist. Wir kennen das, ja, wenn wir in der islamischen Welt unterwegs sind und wir sagen, ah, ja, der Mann hat Nur, die Schwester, mashallah, hat Nur. Sie strahlt etwas aus, ein besonderes religiöses Licht.
Und dieses Licht beschreibt Ibn Qayyim hier. Dass sich dieses Licht nicht nur in den Herzen befindet, sondern auch auf den Gesichtern, sogar auf den Körpern. Und er geht weiter, sagt, sogar auf ihrer Kleidung und in ihren Häusern werdet ihr dieses Licht finden. Jeder, der wie sie ist, wird es erblicken, auch wenn der Rest der Schöpfung es verleugnet. Das sind besondere Momente, subhanallah. Imam al-Ghazali, er sprach über den Iman. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ مَدْرَكَ الْإِيمَانِ الْكَلَامِ وَالْأَدِلَّةُ الْمُجَرَّدَةِ وَالتَّقْسِيمَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ فَقَدْ ابْتَدَعَ بَلِ الْإِيمَانُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ عَبِيدِهِ عَطِيَّةً وَهَدِيَّةً مِنْ عِنْدِهِ تَارَةً بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْبَاطِنِ لَا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْهَا وَتَارَةً بِسَبَبِ رُؤْيَا فِي الْمَنَامِ وَتَارَةً بِمُشَاهَدَةِ حَالِ رَجُلٍ مُتَدَيِّنٍ وَسِرَايَةِ نُورِهِ إِلَيْهِ عِنْدَ صُحْبَتِهِ وَمُجَالَسَتِهِ. Wer auch immer meint, der Iman sei durch wissenschaftliche Theologie, ja, im größeren Sinne, abstrakte Indizienbeweise oder wissenschaftliche Einteilungen zu erlangen, der hat eine Neuerung, eine negative Neuerung in den Islam eingeführt, eine Bid'ah. Natürlich stützt diese Aussage, dass es Menschen gibt zur Zeit, die Allah Ta'alas Einheit nicht bekennen und die wissender sind in Aqida-Fragen als viele Muslime in Bezug auf den Islam. Sie haben den Islam wissenschaftlich studiert, ja, kategorisch eingeteilt, aber so wird Iman nicht erlangt. Im Gegenteil, Iman ist ein Licht, welches Allah in die Herzen seiner Diener wirft, als Gabe und Geschenk von ihm. Manchmal ist Iman eine innere Angelegenheit, die unmöglich auszusprechen ist. Und das sagt Imam al-Ghazali, Hujjatul Islam, ja, der wohl bedeutendste Gelehrte des 5. muslimischen Jahrhunderts. Per Konsens der Gelehrten übrigens, ja, der Mujaddid des 5. muslimischen Jahrhunderts. Manchmal ist Iman eine innere Angelegenheit, die unmöglich auszusprechen ist. Manchmal ist Iman ein Traum, während man schläft. Ein anderes Mal spürt man Iman durch den Zustand einer gottesfürchtigen Person, indem man die Ausstrahlung seines Lichts empfängt als ein Ergebnis seiner Begleitung und Anwesenheit. Subhanallah. Das Nur, das Licht in den Gesichtern und um die Geschwister herum. Nicht nur für sich selbst, sondern für andere Menschen. Und wir haben einen Koranvers, der diese Bedeutung natürlich auch bestätigt. Ansonsten hätte Ibn Qayyim und Al-Ghazali wären nicht diesem Irrtum beide erlegen. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. Ist denn der tot war und den wir dann lebendig gemacht haben und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet. Dieses Licht, liebe Geschwister, ist also ein großes Geschenk. Ein Geschenk nicht nur für uns, sondern inshallah auch ein Geschenk für andere. Subhanallah, ich wollte mich mit dem Glas nicht lediglich in der islamwissenschaftlichen Literatur auseinandersetzen. Was meint Az-Zujaja? Ja? Und so befasste ich mich auch auf naturwissenschaftlicher Ebene mit dem Glas. Und subhanallah, Glas ist ein sehr faszinierender Stoff. Es gibt sehr, sehr viele verschiedenartige Gläser, muss man anmerken. Ja, sie haben auch viele verschiedene Einteilungen. Ja? Studiert einmal Glas. Ja? Wikipedia hat einen ziemlich aufschlussreichen Artikel beispielsweise über Glas. Und Glas ist so faszinierend von seiner Konsistenz, dass es einige Naturwissenschaftler gibt, die sagen, Glas wäre der vierte Aggregatzustand. Also wir kennen die Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig, aber sie studieren Glas noch genauer und sagen, jeder würde sagen, Glas, ja, ist fest, aber dann im zweiten Gang, ja okay, wir kennen auch flüssiges Glas, bevor es fest wird. Und manche beschreiben Glas als vierten Aggregatzustand.
Das heißt, unser Herz, liebe Geschwister, so verschieden es auch sein mag, so verschieden unsere Herzen auch sein mögen, widerspiegelnd die Allmacht Allah Ta'alas, so verschieden zu erschaffen und doch gleichartig. Eine Sache so verschiedenartig zu erschaffen, zeugt von seiner Allmacht, aber auch von seiner Liebe. Denn er erschafft nicht monoton. Aber dennoch sollte Glas immer etwas Besonderes sein, liebe Geschwister. Und es sollte klar sein, ja? Man sollte einem Muslim anmerken, was in seinem Herzen ist. Der Muslim sollte keine zwei Gesichter haben, wie in den Tafsir nachzulesen ist. Es sollte klar sein, ja? Was fühlt er, was denkt er gerade. Und nicht das eine vortäuschend und das andere verbergend. Und Glas, subhanallah, wenn wir schauen, Glas fehlt auf keinem Markt, auf keinem klassischen Markt, als Grundsubstanz etwas, was man kauft, um jemanden glücklich zu machen. Ja? Dekoriertes Glas. Ja? Glas in seinen verschiedenen Formen. Die Feinheiten des Glases, übrigens, Ibn al-Qayyim sagt, es sind die Feinheiten des Glases, die das Herz fähig machen, barmherzig und gütig zu sein. Ja, eines der Haupteigenschaften des Glases nach Ibn al-Qayyim, die Feinheiten des Glases. Und diese Feinheiten werden den Mu'min befähigen zur Barmherzigkeit und zur Güte. Und dieses Glas, Allah Ta'ala beschreibt es, als wäre es ein leuchtender Stern. Ein leuchtender Stern. Subhanallah, Sterne, wir lieben Sterne. Wir schauen auf die Sterne und wir werden durch die Sterne berührt. Immanuel Kant beispielsweise, er sagte, durch das Firmament, durch das Sternenfirmament, durch die Sterne am Firmament weiß ich und auch durch das moralische Gesetz in mir, dass es Gott gibt, sinngemäß. Ja? Dass das Sternenfirmament und sein moralisches Gesetz in ihm auf den Schöpfer, auf Gott verweist. Und Ar-Razi, er sagt etwas Schönes, ich habe es nicht in der Sunna wortwörtlich bestätigt gefunden, was nicht heißt, dass dies nicht der Fall ist, aber die Suche ist noch nicht abgeschlossen. Er sagte, so wie wir Menschen in die Sterne hineinschauen und sie bewundern und Schönheit empfinden, als Erdenbewohner schauen wir in den Himmel, so würden die Himmelsbewohner, die Engel, auf die Erdenbewohner und ihre Lichter schauen und sie bestaunen. Ja, das heißt, die Herzen der Mu'minin wären die Sterne der Himmelsbewohner. Es ist ein schöner Gedanke, erst einmal. Allah Ta'ala weiß, ob das wirklich so ist. Ar-Razi, einer der Gelehrten, die sich wohl erlauben dürfen, so etwas zu sagen. Aber ich habe noch keinen, wie gesagt, bestätigenden Hadith zu diesem Thema gefunden. Darra Yadirru in der arabischen Sprache, also Kaukabundu Riyui, hinausfließen, verströmen, Gewinn auch, ja, zufließen lassen. Das Wort Perlen wird auch mit dieser Wortwurzel wiedergegeben. Das Wort Perlen wird auch mit dieser Wortwurzel wiedergegeben. Das heißt, der Mu'min, dessen Herz ist strahlend und funkelnd und lässt Gewinn zukommen. Schön gewinnbringend für andere. Das heißt, dieses Licht, es fließt und es fließt reichlich. Midrar, ein koranisches Wort, was Nuh alayhi salam wiedergibt. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Das Nuh alayhi salam, er sagte, wenn ihr euren Herrn um Vergebung bittet, ja, so ist er doch vergebungsreich. Und er wird vom Himmel reichlich hinabsenden. Midrar. Das ist mit diesem Wort, ja, Duriyui. Also ist aus demselben Wortstamm entstammend. So soll unser Herz sein, liebe Geschwister. Licht ausstrahlend. Und welchen Wert hat ein Licht, liebe Geschwister, wenn es zum Zeitpunkt der Notwendigkeit nicht strahlt? Darin gibt Allah Ta'ala uns auch wieder. Damit gibt Allah Ta'ala uns auch mit, liebe Geschwister,
wir werden Zeiten der Dunkelheiten erleben. Was also ist unser Iman wert? Das ist der Test. In Zeiten der Dunkelheit, wie hell ist unser Licht? Hell genug für uns selbst, dass wir nicht ins Dunkle hineintappen, uns nicht täuschen lassen? Dann schon mal gut, Alhamdulillah. Aber auch hell genug für andere, dass sie sich an einen orientieren können, wie Imam Al-Razali auch beschreibt, dass man auch als Instrument der Rechtleitung Allah Ta'alas verwendet werden kann, dass man dessen würdig ist, dass man schön und strahlend ist wie eine Perle, dass man etwas ist wie ein Stern, an dem man sich orientieren kann. Die Sterne, wie Allah Ta'ala im Koran sagt, sinngemäß, er hat sie auch gemacht, damit sich die Seefahrer daran orientieren können und die Reisenden orientieren können. Wo befinden sie sich gerade? Bieten wir Menschen Orientierung für ihr Leben? Das gibt uns Allah Ta'ala, liebe Geschwister, durch dieses großartige Gleichnis mit. Aber auch wie gewaltig er den Mu'min schätzt. Denn ein Stern in unseren Augen ist natürlich klein. Aber wie groß kann ein Stern in Wirklichkeit sein, subhanallah? Vielleicht um das Zigfache größer als unsere Galaxie. Dieser eine Stern. So gibt Allah Ta'ala auch die Gewaltigkeit der Seele wieder, die in uns ist, subhanallah. Die sollen wir also niemals unterschätzen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das Öl dieses Lichts, liebe Geschwister, es leuchtet fast von selbst, auch wenn es noch nicht vom Feuer berührt wird. Subhanallah. Verschiedenes wurde unter dem Öl verstanden. Ibn al-Qayyim, er sagt, ja, dass dieses Öl, Verzeihung, der Baum, von diesem, welches, aus welchem dieses Öl gewonnen wird, dieser Baum, er steht in einer Ebene, wie Allah Ta'ala beschreibt, weder ist dieser Baum westlich noch östlich einzuordnen, ja, sondern er steht in einer Ebene, beschattet von nichts und erhält ständig Licht von der Sonne. Und daraus wird das beste Öl gemacht, welches nicht nur einseitig beleuchtet wird. Und dies ist auch ein Gleichnis für den Islam und für die Scharia, wie Ibn al-Qayyim erwähnt, für die Mittigkeit des Islam. Weder zu sehr nach links noch zu sehr nach rechts, sondern in der Mitte stehend und von nichts beschattet. Al-Wasatiyya, im Sinne von die Spitze, aber auch die Mitte gleichzeitig. Und dass dieser Baum Al-Wahi wiedergibt, das, was Allah Ta'ala uns hinabgesandt hat, den Koran, ja, den geführten Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das passiert, liebe Geschwister, dieses Licht, wie die Korangelehrten auch wiedergeben, wenn die natürliche Veranlagung des Menschen, die nach Rechtleitung von Allah Ta'ala verlangt, auf die Rechtleitung Allah Ta'alas trifft. Dann kommt dieses Licht zustande. Und der Mensch, wie Ibn Kathir beschreibt, er hat nach dieser Rechtleitung verlangt. Und diese Rechtleitung, sie stimmt mit dem überein, mit der Beschaffenheit des Menschen. Und deswegen, Alhamdulillah, wir alle spüren es. Diejenigen, die quasi komplett neu zum Islam gefunden haben, diejenigen, die nach einer Zeit der Dunkelheit wieder zu ihm zurückgekehrt sind, letztendlich kehren alle zurück zum Islam und finden diese Natürlichkeit vor. Ja, ganz natürlich. Normal. Gewöhnlich. Ja, man findet zu sich selbst. Man findet zu sich selbst. At-Tustari, einer der großen Asketen, ich könnte sagen Sufis, ja, Ibn al-Qayyim benutzt auch dieses Wort im lobenden Sinne,
also jemand, der sich den inneren Aspekten des Islams, ja, in Theorie und Praxis widmete und die Scharia dabei, ja, die äußeren Aspekte, einwandfrei befolgte. Außer das, was Allah Ta'ala vergeben muss, weil wir sind alle Menschen und werden auch alle hin und wieder einmal geringfügig fehlen müssen, ja, damit Allah Ta'ala uns auch vergeben kann. At-Tustari, er sagte, der Docht, das sind die Verpflichtungen, die der Muslim zu erfüllen hat. Und das Öl wäre der Ikhlas. Und wenn dieses Öl rein ist, ja, und die Verpflichtungen aufrechterhalten werden, dann gibt es ein schönes Licht. Aber das hier allein, ohne Öl, die Verpflichtungen allein, ohne Ikhlas, geben kein Licht im Herzen. Und umgekehrt, Ikhlas, Öl, verlangt nach einer Art der Umsetzung. Da, wo Ikhlas ist, das ist Energie. Das ist wie ein 2-3-jähriges Kind, was spielen will. Ja, das muss man rauslassen. Dem muss man eine Aktivität geben. Ja, und das ist Ikhlas. Ikhlas ist eine Energie, was immer nach einer Aktivität, nach einer guten Tat wird verlangen. Das heißt, Allah Ta'ala gibt uns mit die Tatkraft, die Tatwilligkeit, ja, der Tatendrang, den Tatendrang. Und subhanallah, diese Aya, ihre Botschaft endet nicht mit dem Ende der Aya, sondern Allah Ta'ala geht weiter und sagt, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Ibn Kathir erwähnt, nachdem Allah Ta'ala ein Gleichnis seines Lichtes gegeben hat, gibt er wieder, wo dieses Licht sich aufzuhalten hat. Nämlich in den Häusern, die Allah Ta'ala erlaubt hat, dass sie aufgerichtet werden, die Moscheen. Diese Lichter müssen sich in den Moscheen aufhalten, in die Moscheen hineinbegeben, da wo Allah Ta'alas Name gepriesen wird, ja, speziell am Morgen und am Abend.